Die Deutsche Bischofskonferenz hat auf ihrer diesjährigen Frühjahrsvollversammlung in Hildesheim die Delegierten für die Bischofssynode zur Familie in Rom gewählt. Neben dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Reinhard Kardinal Marx aus München, werden der Dresdner Bischof Heiner Koch und der Osnabrücker Bischof Franz Josef Bode an der Synode teilnehmen. Im Mittelpunkt der Gespräche standen Themen wie die Familiensynode im Herbst in Rom und die großen Herausforderungen der Migration und Asylsuche. Bischof Koch, Vorsitzender der Familienkommission der Deutschen Bischofskonferenz, bringt seine Erwartungen an die Synode zum Ausdruck. Ich hoffe sehr, dass es nicht nur bei den hier in Deutschland so heiß diskutierten Themen bleibt, sondern dass auch ganz andere Themen ankommen, zum Beispiel die Frage nach der Weitergabe des Glaubens in der Familie unter den Bedingungen, die wir heute haben, die deutlich verändert sind. Aber auch die Familie, die ja viel mehr ist als die junge Familie, zum Beispiel die Frage des Leidens, des Sterbens. Wir diskutieren in Deutschland sehr stark die Frage des assistierten Suizids. Auch das ist für mich eine Familienfrage. Nach Ansicht der Bischöfe liegen alle wichtigen Fragen auf dem Tisch. Jetzt soll das Thema theologisch vertieft werden. Dabei hofft man auf die Hilfe von Experten. Wir brauchen nicht nur eine deutsche Debatte, sondern wir müssen eine theologische Debatte, die auch durch die Synode, glaube ich, nicht abgeschlossen ist. Ich ermutige Theologen, wenn ich sie treffe, auch international, so schreiben sie was. Für Bischof Bode, dem Vorsitzenden der Pastoralkommission, geht die Bedeutung der Bischofssynode im Herbst weit über die Fragen von Ehe und Familie hinaus. Ich glaube, dass das sogar die Grundfrage der Synode ist, die sie so wichtig macht. Nicht nur also in Ehe und Familie, sondern in allen Bereichen, ob die Quelle der Erkenntnis, der theologischen Erkenntnis, nur die Offenbarung und das, was wir also immer schon in der Tradition gesagt haben, ist, oder auch die Realität von Menschen und der Welt. Ist da ein Paradigmenwechsel zu erwarten? Wird Tradition und Offenbarung sozusagen der Lebensrealität unterstellt? Ich kann mir das nicht vorstellen. Natürlich ist es eine große Herausforderung, Leben und Lehre zusammenzubringen. Die Lehre nun ist aber gewachsene Lebenserfahrung, Glaubenserfahrung, die dann reflektiert wird. Und dieser Schatz der Tradition, den nicht immer wieder neu herauszuholen, wäre für mich ein großer Verlust. Natürlich müssen wir diesen Schatz verständlich machen. Und dieser Schatz ist nicht irgendwie ein festes Paket, sondern er entwickelt sich auch immer weiter in unserem Verständnis. Kardinal Marx strebt im Geist der Synodalität einen breiten Konsens an und will, dass die unterschiedlichen Positionen ernst genommen werden. Es müssen auch Wege gefunden werden, wie wir zu Einmütigkeiten kommen. Das muss, glaube ich, schon ein geistlicher Weg sein. Also es geht nicht darum, nur einfach die eigene Position im Sturm durchzusetzen. Wie viele Schritte wir gehen müssen, dass wir möglichst einmütig am Ende sind, ist eine andere Frage, aber der Papst hat ja deswegen gerade auf seine Autorität so bestanden bei der Abschlussansprache, weil er sagen wollte, vorher dürft ihr euch richtig streiten. Ja, im geistlichen Sinne, ihr müsst euch streiten. Ich garantiere die Einheit mit der Tradition. Ich garantiere, dass die Kirche zusammenbleibt. Rede und Antwort standen die Bischöfe auch zum Thema Herausforderungen der Migration in Deutschland. Alleine 2014 ist die Zahl der Asylbewerber dramatisch gestiegen. Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick, Vorsitzender der Kommission Weltkirche, drückt seine Sorgen aus. Unsere besondere Sorge gilt natürlich den Christen, aber ich verwende immer wieder den Ausdruck, wir engagieren uns für die Christen nicht exklusiv, sondern exemplarisch. Und bei der konkreten Hilfe in den Ländern wird nicht nach Konfession gefragt. Bischof Schick machte deutlich, dass es hier um mehr als eine soziale Hilfeleistung geht. Jesus hat uns aufgetragen, geht hin in alle Welt, macht alle Menschen zu meinen Jüngern, verkündet das Reich Gottes. Und das bedeutet eigentlich, dass Jesus und wir als Christen und Kirche die Aufgabe und die Pflicht haben, in allen Ländern präsent zu bleiben, weil durch das Christentum auch die Humanität des Evangeliums, die Menschenliebe, die uns Jesus Christus als Hauptgebot aufgetragen hat, präsent bleibt. Und weil wir eine Kultur aufbauen wollen, die von Jesu Geist, vom Geist des Evangeliums durchdrungen ist und somit für die Menschen am besten ist.
Zum umstrittenen Thema Kirchenasyl erklärte der Hildesheimer Bischof Norbert Trelle, der Vorsitzende der Migrationskommission, dass die Kirche im Einvernehmen mit den Behörden nach einem Lösungsweg suche. Sie wissen vermutlich auch, dass in allen Fällen, soweit mir bekannt, die dafür Verantwortlichen in den Kirchengemeinden immer die örtlichen Behörden, also die Ausländerbehörde ebenso wie die Polizei, informiert über dieses Unternehmen eines Kirchenasyls, damit das nicht an den Organisationen des Staates vorbei durchgesetzt wird. Zum Ende der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz stellte sich Kardinal Reinhard Marx noch einmal der Presse und gab eine persönliche Einschätzung im Hinblick auf die bevorstehende Familiensynode in Rom. Also wir haben in der ersten Phase der Synode, in der ersten Synode, auch Diskussionen erlebt. Da geht es nicht nur um die Frage der Wiederwahl Geschiedenen, sondern manchmal um unterschiedliche Akzentsetzungen in der Evangelisierung. Das ist mein Eindruck und das ist ein längerer Weg. Aber ich bin da voller Hoffnung. Nein, nie werden alle eine Meinung sein in der Kirche. Das ist also, wer das erwartet. Und hoffentlich gibt es nicht bei einigen die Überlegung, wer wird gewinnen, wer wird verlieren. Das ist kein kirchliches Denken.